Ja, Tommy, guten Tag. Freut mich sehr, dass Sie hergekommen sind. Wo lehren Sie und was ist Ihr Schwerpunkt, Herr Tommy? Ja, also ich bin Althistoriker und lehre an den Universitäten Basel und Zürich. Forschungsschwerpunkte einerseits von der römischen Geschichte her, späte Republik, andererseits griechische Geschichte, vor allem eben Sparta. Dann habe ich aber auch eben mehr interdisziplinäre Dinge gemacht im Bereich der Umweltgeschichte, Körpergeschichte, auch aus meinem Interessengebiet von der klassischen Archäologie her. Und eines der Gebiete, das Sie interessiert, ist Purpur und das Symbolische an Purpur. Wo kommt Purpur in der griechischen Antike oder auch bei den Persern vor? Warum ist Purpur wichtig? Das ist erstaunlich weit verbreitet und früh verbreitet, eigentlich im ganzen Mittelmeerraum. Das fängt also sicher schon an im minoischen Bereich. Und im Vorderen Orient des zweiten und ersten Jahrtausends vor Christus bei den Assyrern, Persern. Und vor allem im ersten Jahrtausend springen dann die Phöniker oder Phönizier, wie wir auch sagen, in diesen Handel ein, haben Produktionszentren in Tyros und ihre Stoffe kommen dann auch an die verschiedensten Orte im Mittelmeer und mit dem Purpur wird auch gehandelt. Und das Purpur, ist es erstmal nur ein teures Färbemittel und sind es teure Kleider? Oder ist es gleich ein Distinktionsmittel oder entwickelt sich das zu einem Distinktionsmittel, das es ja dann in Rom, glaube ich, zumindest ist? Ja, soweit wir sehen, ist das sicher von Anfang an ein teurer Farbstoff. Der ist einfach von der Produktion her schon so aufwendig, dass das sicher nicht in größeren Mengen für jedermann zugänglich ist. Und soweit wir sehen, ist das auch schnell mal in Beschlag genommen, eben von Monarchien, von Herrschern und auch zum Teil eben explizit monopolisiert auf diese Bereiche. Also die Römer, das kommt ja eigentlich erst relativ spät, aber soweit wir sehen, auch sicher schon 5. bis 4. Jahrhundert vor Christus. Und da sind dann auch die Senatoren interessiert, an ihrer Toga einen Purpurstreifen zu tragen. Also soweit wir sehen, auch der persische Könige. Also das hat schon meistens einen ziemlichen exklusiven Anstrich. Also im demokratischen Athen müsste es eigentlich verboten sein. Verboten ist vielleicht übertrieben, aber es kommt, soweit wir sehen, relativ selten vor oder wird im Alltag kaum getragen. Also man kann damit anecken. Das hat sich auch in Sparta Und im gezeigt. Königtum Spartas müsste es dann sozusagen ja im Gegensatz dazu akzeptiert sein, weil es hierarchisierend ist. Obwohl in Sparta eigentlich alle gleich sein sollen. Ja, das ist genau das Problem. Also die spartanischen Könige haben sicher noch eine Führungsfunktion, aber sie sind eingebunden. Man will hier nicht absolute Herrscher, monarchistische Figuren, sondern die sind eben in den Rat eingebunden und die Bürgerschaft. Von dem her dürfen sie auch im äußeren Erscheinungsbild eigentlich nicht groß sich absetzen von anderen. Und das ist wahrscheinlich auch der Moment, wo in Sparta der Purpur zum Problem wird. Also wir können ihn schon früh fassen. Bei archaischen Mädchenchören, also da ist er vielleicht sogar noch verbreiteter. Und wir sehen dann, dass im 5., 4. Jahrhundert das auch zum Problem wird. Also als dieser Regent Pausanias nach den Perserkriegen zurückkommt mit einem persischen Gewand, also aus Purpur, kommt das ganz schlecht an. Also da gibt es schon eine Phase, wo man solche Dinge nicht mehr öffentlich zur Schau tragen sollte in Sparta. Aber vorher kommt es im Herrschaftsbereich Sparta vor, Purpur, weiß man das? Das kann man so sagen, ja. Also, wir haben ja da Quellen aus dem 6. Jahrhundert, die vom Purpur berichten, Schriftquellen, und das kann man so ernst nehmen. Eine nächste Etappe ist dann eigentlich erst im 6. Jahrhundert bei Herodot. Da kommt ein ionischer Gesandte des Weges, der im Purpurmantel auftritt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Und da sieht man, also da wird es schon langsam ein bisschen problematisch. Die Quellen berichten natürlich dann später auch von einem Verbot in Sparta, oder? Das ist ja allgemein die Meinung, dass ja dieser frühe Gesetzgeber da schon alles geregelt hätte und möglichst eben auch jeglichen Luxus aus Sparta verbannen wollte, um eine möglichst gleichmäßige Gesellschaft herzustellen. Also römische Senatoren haben den Purpurstreifen. Andererseits wissen wir im Satyricon, bei Trimalchio, er spielt Senator, aber er traut sich nicht so richtig. Und Purpur ist also von früh an ein Distinktionsmittel.
in der antiken Gesellschaft, gibt es Farbhierarchien, dass man sagt, okay, wann immer Purpur auftritt, habe ich mit Herrschern zu tun, oder kann sich sozusagen auch jemand, der sich's leisten kann, einfach einen Purpurmantel kaufen und darf den auch tragen, oder ist es von Gesellschaft zu Gesellschaft unterschiedlich? Ja, da gibt es sicher Unterschiede. Also im Römischen ist es eher verbreitet, dass eben auch Damen und auch Herren im Alltag sich so ein Gewand zulegen. Also da haben die Römer lange Zeit Interesse daran, also schon von der Republik her, aber auch in die Kaiserzeit, solche Gewänder zu tragen. Also gerade eben auch aus Lakonien, lakonische, spartanische Gewänder. Und das ist ein interessanter Punkt, ich komme da noch dazu. Also da hat es sicher einen relativ hohen Verbreitungsgrad, und das Purpur, also ist auch nicht nur über das Gewand, also der Farbstoff ist ja vielfältig einsetzbar, also auch Malfarben, Medikamente, Schminke und so weiter, also da ist einiges denkbar, ist ein begehrter Grundstoff und immer wieder gefragt, bis in die Spätantike und weiter natürlich. Und Sie haben Lakonien erwähnt, also der Allgemeingebildete, wie ich gehe immer aus, Purpur wird an der Küste des Libanon in Tyros oder irgendwo fast schon industriell verarbeitet. Aber warum ist Lakonien wichtig? Ist das ein Produzent von Purpur oder sind die Stoffe da so toll? Oder woran liegt das? Also Produktionsstätten gibt es eigentlich rund ums Mittelmeer. Natürlich ist Tyros ist ein Hauptproduktionszentrum. Wir haben aber auch andere Zentren eben in Griechenland, im Bereich von Argos, Lakonien, Nordafrika. Also da gibt es mehrere Einzugsgebiete, Produktionsstätten. Und der lakonische Purpur gilt als besonders qualitätsvoll. Das berichtet dann Plinius in seiner Naturalis Historia und auch Pausanias. Also da sehen wir, dass römische Schriftsteller des 2. Jahrhunderts nach Christus sind immer noch erpicht auf dieses Produkt aus Lakonien. Also einerseits als Rohstoff, als Färbemittel, aber andererseits auch schon in verarbeiteter Form gefärbte Textilien oder lakonische Gewänder allenfalls. Lakonische Gewänder als super teure, schöne, feine Gewänder, das ist ja eigentlich etwas, was Sparta widerspricht. Genau. Man stellt sich die in kratzigen Wollstoffen vor, in Ringerpose, die Jungs schon im jungen Alter zu Kriegern erzogen und so ein lakonischer Purpurstoff, das kommt mir dann ziemlich verweichlicht vor. Ist das Bild von Sparta, das wir haben, falsch? Nein. Also wie erwähnt, ist der Purpur vorhanden, wird aber in der Tat irgendwann zum Problem. 5., 4. Jahrhundert darf nicht mehr offen zur Schau getragen werden. Aber gleichzeitig ist das eigentlich der Moment, wo eben auch diese spartanischen roten Kriegergewänder aufkommen. Und die heißen ja Phoinikis. Also Phoinix ist eine Bezeichnung für Purpur, daher auch Phönizier. Und ich vermute, dass eigentlich in dem Moment, als man eben verhindern wollte, dass die spartanische Gesellschaft auseinanderdriftet und sich die reicheren Familien präsentieren, dass man versuchte, das unter dem Teppich zu halten, dass in dem Moment eben eigentlich dieses Purpur gezielt für einen Teil der Gesamtbürgerschaft, nämlich eben die Krieger, einsetzen wollte. Dass das Kriegergewand quasi für ein königliches Symbol, aber eben für jeden Bürger zugänglich und gerade für denjenigen, der da eben mitkämpft und militär präsent ist. Also das, ich kann mir vorstellen, dass das wie eine Auszeichnung ist für den spartanischen Krieger. Wie muss ich mir das Kriegergewand vorstellen? War das ein Mantel oder? Nein, das ist eher eine Art Untergewand, also eine Art Chiton, wahrscheinlich nur über eine Schulter, relativ kurz, also so mehr rockmäßig. Also das ist also nicht irgendetwas Langes, Ballendes. Aber das ist eben im kriegerischen Bereich. Wir haben natürlich Chiton auch als Untergewand in der Bürgertracht und dann den Mantel darüber. Aber das hat ja dann eine extreme Signalwirkung, wenn ich rote Krieger habe. Genau. Die anderen Hopliten der anderen Städte dürften weiß oder grau und irgendwie gewandet gewesen sein. Und da kommen diese Spartaner, super Elitekrieger, wenige, die haben immer das Problem, dass sie vergleichsweise wenige sind, aber extrem gut trainierte,
Aber sozusagen als Könige der Krieger im Purpur, kann man das so sagen? Richtig, das dürfte eine Intention dahinter gewesen sein. Also die wollten sich abheben und schon die antiken Autoren haben versucht, das in die Richtung zu deuten. Das geht vielleicht ein bisschen weit. Also da wird einerseits behauptet, das Rot hätte ja auch Wunden kaschiert, also so, dass der Gegner gar nicht gesehen hätte, dass die Spartaner angeschlagen sind. Andererseits kommt natürlich dieses allgemeine Spektrum der Farbe Rot ins Spiel, also Rot als etwas Erschreckendes, Furchteinflößendes, Signalwirkung, also da soll der Gegner natürlich auch ein bisschen eingeschüchtert werden. Also das sind so die Deutungen, die schon in der Antike da hineingebracht worden sind. Wir haben ja ganz früh gelernt, schon kurz nach Winkelmann, dass die Statuen bemalt sind. Wie schaut es eigentlich mit Waffen aus? Sind auch Schilde bemalt? Sind auch die Waffen bemalt? Haben wir hier auch Rot im Einsatz? Ja, sicher. Also Purpur wahrscheinlich nicht, habe ich jetzt nie gehört. Also, aber generell sind griechische Schilder überzogen, auch mit Leder und bemalt oder in der Bronze verziert. Aber Bemalung gibt es mit Sicherheit. Wir haben auch die Schildzeichen, das kennen wir vor allem von Vasen. Und da kam sicher Rot auch zum Einsatz. Die Lakedaimonier selber hatten ja bekanntlich dieses Lambda, also den Buchstaben L drauf. Also da konnte man auch nochmal sehen, schon vom Schild her, wer des Weges kommt. Weiß man, wie der Helmbusch gefärbt ist? In den Sandalenfilmen ist immer rot. Ja, also von Sparta wüsste ich es nicht, aber rot wäre sicher eine Option. Wer macht denn in Sparta dann diese tollen Stoffe? Die Spartaner selbst dürfen ja nicht arbeiten, wenn ich es richtig sehe. Ja, da kommen wir in den nächsten Problembereich hinein. Das ist auch das Interessante. Also dort, wo der Purpur eigentlich gefischt wird, von den Stachelschnecken her, in den Küstengebieten, dort sitzen ja eigentlich die Periöken, also gar nicht die spartanischen Vollbürger, die sitzen ja eher in Sparta selber oder unmittelbare Umgebung, während eben in Küstenbereichen die sogenannten Periöken angesiedelt sind. Das sind freie Mitbewohner in Lakonien, die da eben einerseits natürlich auch ihre bäuerlichen Anwesen pflegen, aber andererseits eben im Handel auch engagiert sind und nach allgemeinem Topos Spartas sind eben die Bürger eigentlich freigestellt von solchen Dingen und die Periöken in diesen Randzonen und Küstenzonen würden sich um handwerkliche Dinge, um Produktionen kümmern und auch um den Handel. Das finde ich eine relativ einseitige Sichtweise. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass eben, und wir sehen das auch in späterer Zeit, auch über Beziehungen und Freundschaftsbeziehungen und Euergetismus, Auszeichnungen auf Stelen. Also Spartaner hatten da zum Teil auch ihre Finger drin in solchen Geschichten, haben sicher zum Teil auch auf ihren Gehöften kleine Handwerksbetriebe unterhalten. Also dass die Spartaner da ganz draußen waren, kann ich mir schwer vorstellen. Sie mussten auch ein Interesse haben, dass ihre eigenen Anwesen, ihre Landgüter in Ordnung gehalten waren. Weil wenn sie selber nicht mehr die nötigen Produkte quasi ernten konnten, dann drohten sie ja aus dem Bürgerverband auszuscheiden. Also wir haben jetzt gehört, Könige haben anfangs Purpur, Krieger haben Purpur. Ab wann ist denn der Spartaner ein Krieger? Muss er frei geboren sein? Und da kann man zum Beispiel auch aus Athener überlaufen und spartanischer Krieger werden? Schlecht. Also das antike Bürgerrecht ist sowieso schwierig zu erwerben. Auch Athener kann man ja nur werden im 5. Jahrhundert, wenn die Mutter schon Athenerin war und der Vater. Also nicht ganz so schlimm ist vielleicht in Sparta, aber es ist eine ähnliche Ausgangslage. Also zumindest ein Teil muss sicher schon ein spartanisches Bürgerrecht haben. Man muss diese Erziehung durchlaufen. Es gibt schon Fälle, wo Einzelne dann dieser Erziehung mitgezogen worden sind und du darfst dann wirklich das Bürgerrecht erhalten haben. Und wer das Bürgerrecht hatte, der sollte gefälligst eben auch mitkämpfen. Und das ist auch die antike Meinung und Auffassung. Man will ja Bürger sein, man will diesen Rechtsschutz auch genießen, man will mitbestimmen, aber man will auch mitkämpfen. Also das ist eigentlich eben die antike Vorstellung von Freiheit. Die widerspricht ein bisschen der neuzeitlichen, aber macht es eigentlich interessant. Der Bürger und der Staat ist eben ein Bürgerverband, ein Gemeinwesen und nicht was Abstraktes. Naja, die aristotelische Vorstellung ist ja, dass man ökonomisch frei ist, weil man etwas besitzt. Und die zweite Vorstellung ist, dass das entscheidende Freiheit ist, aber auch eben Freiheit von Arbeit, Tätigkeit und dass man eben politischer Mensch ist, aber eben auch Krieger.
Und die ersten Teile der Freiheit kann man heute in Griechenland immer noch beobachten. Die zweiten Teile Gott sei Dank weniger. Sie erwähnten einen spartanischen König, der von einem Perser zurückkommt, persisch gekleidet. Das ist etwas, was wir kulturgeschichtlich immer wieder sehen. Der Assiniboine-Häuptling der Leid geht nach Washington und kommt im Anzug mit Zylinderhut zurück und er wird am nächsten Tag getötet. Man will die Transformation der Gesellschaft in dieser Weise nicht. Was war das für ein König und was ist dort passiert? Hat sich der kaufen lassen? Ist er dem persischen Reichtum erlegen? Mhm. Genau. Hatte man die Angst zu verweichlichen oder wie war das? Mhm. Ja, das ist eigentlich eine neue Konfrontation für Sparta. Wir gehen ja davon aus, dass die eigentlich in der Regel da in der südlichen Peloponnes sitzen, als Landmacht und die Insel kaum verlassen. In den Perserkriegen waren sie ja gezwungen, mit den anderen Griechen eben auch in der Ägäis präsent zu sein. Den Thermopylen zunächst, Leonidas erfolgreich mit seiner Schar. Später auch auf der Flotte, obwohl da die Athener eigentlich im Vorteil sind, aber die Spartaner mit ihren Metöken und Bundesgenossen sind auch mit der Flotte unterwegs. Und gerade eben da bei der Rückverfolgung der Perser nach Kleinasien war da eben auch Pausanias als Regent beteiligt und das hat ihm da offenbar relativ zugesagt, auch die Verbindungen, die er zum persischen Hof knüpfen konnte, da gibt es natürlich auch Geld. Und da kann man erfolgreich sein und wenn man da unter dem persischen König geduldet ist oder in der Nachbarschaft, hat das auch etwas Attraktives und der hat offenbar nicht unbedingt eingesehen, wieso er jetzt am nächsten Tag nach dem Krieg schon wieder zurückkehren soll, hat versucht, ein bisschen einen Machtbereich da aufzubauen im Osten der Ägäis, im Umfeld von Byzanz und das ist natürlich schlecht angekommen. Also das war natürlich auch die Situation, die Perser sind jetzt weg, wer übernimmt die Verantwortung, oder? Und da braucht es ja Schutzmaßnahmen für die ganzen griechischen Städte auf den Inseln und in Kleinasien. Und da kommt Athen in Frage und es kommt Sparta in Frage. Und Sparta hat schon in dem Moment natürlich nicht die Kapazitäten wie ein Athen, das eine Kriegsflotte gebaut hat im Vorfeld dieser Perserkriege, haben 200 Schiffe ausgerüstet, permanent bemannt. Da können die Spartaner nicht mithalten. Und das ist auch die Chance von Athen als Schutzmacht im Athenischen Seebund, da längerfristig eben Fuß zu fassen, während die Spartaner eigentlich das Personal nicht haben und wieder gezwungen sind, zurückzukehren. Ähnliches auch nach dem Peloponnesischen Krieg, 403, als Athen besiegt ist, in der Auseinandersetzung mit Sparta. Da wäre der Moment gewesen, für Sparta wieder die Macht in der Ägäis zu übernehmen, aber das geht auch gar nicht lange gut. Weil sie haben weder die Schiffe noch die Leute und sie sind dann doch interessiert an einer egalitären Gesellschaft, wo eben die Leute präsent sind, zu Hause und sich nicht Reichtum im Ausland ansammeln. Sagen Sie mal, zu Sparta ist ja die Quellenlage sehr schlecht. Wie arbeitet man da, wenn man Sparta untersucht? Mhm. Was für Quellen benutzen Sie hauptsächlich? Ja, eigentlich möglichst alle. Also einerseits sind das natürlich die bekannten Schriftquellen, wobei die leider selten aus Sparta selber sind. In der Frühzeit haben wir zwei Beispiele, Tyrtaios und Alkman. Das gehört noch ins 7. Jahrhundert. Alles spätere, Thukydides, auch schon Herodot und so weiter, Xenophon, die kommen ja alle von auswärts. Also wir haben immer die Außensicht auf Sparta und das ist natürlich ein gewisses Problem. Also so gesehen gibt es natürlich auch den Mythos Sparta. Oder einerseits wird er hochgehalten, auch im Ausland, auch von Athenern. Da gibt es Lakonisten, die fänden das Athen, das Spartanische viel interessanter als dieses demokratische Athen, was ihnen viel zu weit geht. Das ist das eine. Die anderen machen sich natürlich lustig über diese hinterweltlichen Spartaner, die da nur in ihrem Tal sitzen und eigentlich mit der Außenwelt wenig zu tun haben als altbackene Gesellschaft. Also das sind so immer die zwei Bilder, die auf Sparta treffen. Werden die beiden Bilder Sparta gerecht? Ja, wie schwierig zu sagen. Man muss da natürlich versuchen, ein vernünftiges Mittelmaß wahrscheinlich zu finden. Und da hilft zum Teil die Archäologie als Quelle. Oder? Das ist
so gesehen das Authentischere. Und da sieht man zumindest mal in die Wohnsituation hinein, in die Siedlungsstrukturen. Und schon da zeigt sich, also Sparta kann ja nicht eine Barackenstadt gewesen sein oder eine Zeltstadt. Die haben Straßen und Steinhäuser wie andere Polis. Die haben eine Akropolis, eine Agora. Also das fällt nicht völlig aus dem üblichen Rahmen. Also wir müssen mit diesen Fremdbildern aufpassen. Und wir müssen auch aufpassen, es gibt natürlich die innerspartanische Ideologie, oder die gerade im 5. Jahrhundert, dass diese Probleme kommen mit Erdbeben und die Pausanias und Ausland, da versuchen sie die Leute eben wieder hier in Sparta auf das bescheidene Dasein als Bürger zu konzentrieren und eben auch eine gewisse Gleichmäßigkeit hineinzubringen. Reichtum ist verpönt, wir haben immer noch die sozialen Unterschiede, die gibt es, aber die werden unter dem Deckel gehalten. Also man versucht schon, gerade mit dieser Gleichheitsideologie ab dem 5. Jahrhundert, Homoioi-Ideologie, hier eine gewisse Gleichmäßigkeit in die Gesellschaft hineinzubringen, und da passen die Purpurgewänder schlecht hinein, außer für die Krieger. Also das finde ich eigentlich das Spannende in Sparta. Das Interesse am Purpur ist da, Reichtum ist da, aber das wird nur ganz gezielt und bewusst eingesetzt. Und eigentlich das Erscheinungsbild nach außen ist eben das Gemeinsame, das Einfache, das Militärische, das Aufopfernde im Sinne dieses Leonidas, der da 480 eben für den Staat und mit seinen 300 Kriegen gestorben ist. Sowas hat man verbreitet, und das hat natürlich in anderen Staaten Anklang gefunden. Das wollten andere Staaten auch. Auch die Römer, das ist das richtige Erziehungsmodell. Diese Mütter, die ihre Söhne da in den Krieg schicken, sowas hat immer wieder Anklang gefunden, bis weit in die Neuzeit. Da gibt es ja auch jüngste Beispiele im 20. Jahrhundert. Also das, so gesehen ist dieses Bild von Sparta vielfältig einsetzbar, eben für das Militärische, aber auch für die gleichwertige kommunistische Gesellschaft gibt es was her. Und das macht es ja für den Historiker auch spannend, also wie dieses Bild überhaupt oder diese Bilder zustande gekommen sind und wie sie später immer wieder eingesetzt und bemüht werden. Dann fragt man sich, ob das nicht ein Mythos ist, ob das nicht eine Konstruktion ist, wie Tacitus die Germanien als Folie benutzt für Verderbtheit der Römer. Ja, ja. Also kann man ja die Spartaner immer als Folie, richtig, des originalen archaischen Griechentums, genau, bemühen und so weiter und so fort. Und wenn sie dann in Purpur auftreten, dann ist das schon interessant. Aha. Ja, genau das hat mich auch gereizt an dem Thema. Und weil es bis dahin eigentlich wenig dazu gab, bin ich der Sache jetzt mal ein bisschen nachgegangen und bin da, glaube ich, auf ein paar ganz interessante Zusammenhänge gestoßen. Aber die Quellenlage in der Tat ist natürlich bescheiden, sodass wir das nicht bis ins Detail und in allen Dimensionen wirklich mit Sicherheit einordnen und verfolgen können. Aber was wir haben, reicht eigentlich, ist spannend genug und bietet eine interessante Auseinandersetzung mit dieser antiken Welt.